Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in unserem kleinen Bikepark und haben den ganzen Tag schön abgechillt, ein bisschen gebaut und ein bisschen Spaß gemacht. Heute haben wir dick, fett Mucke mit am Start, grillen gerade, also ich bin gerade mit Essen fertig. Und ich habe mir gedacht gehabt, bevor es anfängt mit Regnen, zeige ich euch einfach mal die ganzen Sprünge oder die ganzen Strecken, die wir bis jetzt haben. Das haben sich ja auch einige von euch gewünscht gehabt, dass ich mal mit der GoPro von Anfang bis Ende mal komplett zeige, was wir denn bis jetzt so geschafft haben. Oder Paul? Ja, über. Geil. Als allererstes möchte ich die Hauptlinie fahren, die ich auch im letzten Video gezeigt hatte von hier oben, wo wir oben den Sprung fertig gebaut haben. Das sind insgesamt 8 oder 9 Sprünge. Die geht halt komplett dann hier runter. Road Gap immer geradeaus. Und ja, jetzt heißt es erstmal hochschieben und dann geht es schon los. Hoffentlich schaffen wir das noch, denn da hinten sieht es echt dunkel aus. Aber sieht mega krass aus. Es wird gleich übelst regnen, deswegen fix hoch und Bikehänden. Wir haben es geschafft und stehen jetzt oben am Start. Und das ist echt das, was mich aktuell noch am meisten stört hier oben, das Schieben. Aber es lohnt sich. Hier geht jetzt die erste Line los. Die Anlieger am Anfang müssen wir auch noch ausbessern und die Wiese entfernen, denn die tut extrem viel Energie schlucken. Aber es macht trotzdem schon mega Spaß. Und lasst uns mal beginnen mit der Hauptlinie. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Schön ein paar kleine Anlieger. Yay! Yeah. Wow. Kann man sich schön reinfallen lassen. So geil. Sprung. Kopf einziehen. Müssen wir noch Ast entfernen. Wuhu. Sprung. Wow, viel zu weit. So, jetzt auf ein Step up. Geil. Yes! Das war die erste Linie. Die ist noch nicht ganz fertig. Also bis zum Ende kann man es noch nicht fahren. Den Sprung müssen wir noch ausbessern. Den Sprung müssen wir noch ausbessern. Noch ein bisschen Gras entfernen. Aber das ist die erste Linie. Macht mega Spaß. Aber jetzt heißt es wieder hochschieben. Ab zur nächsten Linie. Die Stimmung ist heute so geil, macht mega Spaß, heute Rad zu fahren. Und jetzt fahre ich die Big Airline, nenne ich jetzt mal den richtigen Namen, haben wir noch nicht dafür. Normalerweise beginnt die hier drüben, da sollen auch noch ein, zwei große Sprünge hin. Dann, wer die Videos kennt, kommt der Road Gap über den Weg hier. Und dann kommt eigentlich eine Rechtskurve dann auf den Step Down. Die Rechtskurve ist auch noch nicht fertig, deswegen kann man das nicht fahren. Und deswegen starte ich jetzt von hier. Und ich bin mal gespannt, ob ich bis ganz nach unten komme. Denn unten haben wir auch noch kein groß Gras entfernt. Und das bremst so extrem. Ja, ich bin mal gespannt, ob es was wird. Daumen drücken. Wäre auf jeden Fall cool, die Sprünge mal komplett durchzufahren. So, wuppa. Oh nein, zu langsam. Schade. Ja, das ist das Problem, wenn noch zu viel Gras auf dem Boden ist. Die Grasnarbe tut so extrem bremsen. Aber na gut, macht auf jeden Fall mega Spaß. Und wir wissen auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Es steht noch richtig viel Arbeit vor uns, damit das alles wieder schön perfekt funktioniert. Und dass man nicht auf Krampf irgendwie versuchen muss, die Sprünge zu springen. Oh. So anstrengend. Jetzt heißt es wieder hochschieben und ein bisschen Radfahren. Ja.
Wir stehen jetzt am Start von der dritten und eigentlich auch letzten Line. Also wir haben zwar ganz viele verschiedene Sprünge, die auch die Strecke immer wieder kreuzen und man kann verschiedene Linien fahren. Aber so richtig haben wir aktuell drei Strecken. Einmal die Big Air Line, dann hier die Hauptlinie, die geradeaus runter geht. Und jetzt haben wir auch noch so eine kleine Race Line. Die bin ich ehrlich gesagt noch nie gefahren. Ich bin gespannt, wie sie ist. Am Anfang sind zwei Waschbretter, dann kommen zwei enge Kurven und dann kommen noch ein paar Sprünge, ein paar kleinere. Und dann müssen wir schnell zusammenpacken, denn es stürmt gerade schon extrem und es zieht sich immer mehr zu. Deswegen schnell die letzte Abfahrt machen. Echt mal gespannt, wie die geht. Oh fuck! Oh. Gut, Freunde, genau das passiert, wenn man eine Strecke fährt, die man vorher noch nie gefahren ist und sich auch nicht angeguckt hat. Ich bin gerade viel zu kurz gewesen. Alter Schwede, meine Kraft ist auch raus. Wir haben es jetzt, wie haben wir es denn überhaupt? Gleich 19:30 Uhr abends. Oh, und wir müssen es echt zusammenpacken. Sonst bekommen wir noch große Probleme mit dem Wetter. Auf jeden Fall war ich da viel zu kurz. Gut, also fürs nächste Mal nochmal angucken, wo man da lang fährt, dass ich ein bisschen schneller bin. Aber das gute Fahrrad hat es ausgehalten. Richtig cool, das sind unsere drei Hauptlinien. Ich hoffe, euch hat es gefallen, weil viele hat es doch mal interessiert, was wir bis jetzt im Gesamten gebaut haben oder verbessert haben oder ausgebessert haben. Das macht auf jeden Fall Spaß. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist das Hochschieben. Ja. Aber irgendwelche Probleme sind ja immer. Gut, Freunde, das war's vom heutigen Video. Wir packen jetzt zusammen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.